Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kultur- und Veranstaltungstipps. Heute mal aus einem unglaublich schönen Bus, einem Doppeldecker. Mir wurde gerade prophezeit, dass es hier oben was für Hobbits ist, denn man kann wohl hier nicht so richtig stehen. Und heute befinde ich mich in einem Bus Stadtrundfahrten, der Stadtrundfahrten macht. Ne, was ist denn das für ein Auto? Ein MAN SD 202, Baujahr 1989, original aus Berlin. Ah, also hat Berlin ja auch einen Zug erhalten mit den Doppelstockfahrten, ne? Ja, hat es. Macht es denn, macht das Sinn? Macht das den Leuten viel mehr Spaß? Ist es ein Highlight für die Gäste, die hier anlanden? Natürlich ist es ein Highlight, aus dieser Höhe Rostock zu sehen. Viel besser als unten im Kleinbus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist Steffen, der Busfahrer. Das ist Rainer, der Stadtführer, kann man sagen? Ja, kann man sagen. Mehrsprachig? Wenn es sein muss, ja. Wie viele Sprachen? Habe ich noch nicht gezählt. Was sind denn so die Hauptattraktionen? Also wenn jetzt hier so ein Schiff, ich sag mal so ein Schiff, das sind die meisten Leute, die das nutzen. Wo fahren die hin? Was wollen die erleben? Naja, die sind natürlich zum Teil vorinformiert worden bei sich dort auf dem Schiff. Und meistens wird die Marienkirche als das Highlight hier in Rostock angegeben. Und sonst, das ist wie ein Vakuum, das man füllen kann oft. Ne? Die haben was von den Hauptstädten, die sie besucht haben, gehört und von Berlin, von Rostock relativ wenig und sind oft sehr angenehm überrascht, wenn man mit dem Bus dort durchfährt, wie sauber das hier ist, wie schön. Und das Stadtzentrum, das können sie dann zu Fuß erkunden. Früher galt ja so Rostock als der Hafen von Berlin sozusagen. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Rostock wird immer attraktiver, auch für die ganzen Touristen, die herkommen. Merkt man das? Naja, man merkt es insofern, als ja ursprünglich Warnemünde deswegen zur Nummer 1, was diese Anläufe von Kreuzfahrern betrifft, geworden ist, weil die alle nach Berlin wollten. Und mehr fahren jetzt eigentlich nicht mehr so weit, sondern steigen in Rostock aus, gucken sich die Umgebung an, nach Bad Doberan zum Beispiel. Ne? Und mehr kommen auch durch Rostock. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie auch mal Lust haben, eine Stadtrundfahrt mit Rainer und Steffen zu machen in diesem MAN SD 202, begrüßen wir Sie hier in Warnemünde. Wo sind wir denn? Hier am Kirchenplatz, da können Sie einsteigen. Jetzt kommen erstmal die weiteren Veranstaltungstipps aus dem Land und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Das beliebte Inselfest in der Barlachstadt Güstrow bietet auch dieses Jahr wieder den bewährten Mix aus Musik, Sport und Spaß um und auf dem Inselsee. Freuen Sie sich auf Beachvolleyball, Bootskurse und Modellboote, Tanzgruppen, Chöre, Höhlenfeuerwerk, Sommernachtspartys und vieles mehr. Jazz, Picknick, traumhafte Kulisse. Alle Zutaten für ein ganz besonderes Musikerlebnis sind vorhanden beim zweiten Jazzkonzert mit Picknick in der Klosterruine Bad Doberan. Mit Dr. Jazz Ambulanz aus Bonn spielt niemand Geringeres als eine der führenden europäischen Jazzformationen. Sie präsentieren mitreißenden Hot Jazz. Entdecker aufgepasst! Das Technische Landesmuseum Pantechnikum in Wismar bietet in der Ferienzeit jede Menge Angebote, um den Wissensdurst zu stillen. Jeden Mittwoch gibt es thematische Führungen mit anschließender Bastelstunde, in der Boote, Fahr- und Flugzeuge gebaut und direkt getestet werden können. Jeden Sonntag zeigen die Museumspädagogen spektakuläre Laborversuche. Auch ein Besuch der spannenden Sonderausstellung Leonardo da Vinci – Bewegende Erfindungen lohnt sich immer. Nach der sehr erfolgreichen Ausstellung auf offener Straße mit Alltagsfotografien aus der Hansestadt folgt nun Rostock geschäftig. Die Fotografien zeigen Schaufenster, Ladeninhaber, schlendernde Kunden im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Stadtbummel der besonderen Art durch mehr als 100 Jahre lebendige Stadtgeschichte. So ziemlich alles, was man am, im und auf dem Wasser tun kann, können Sie bei den Barther Segel- und Hafentagen erleben. Ob Spaßsegelregatta, Airtrike-Vorführung, Schiffsbesichtigung, Heißluftballon, viel Musik oder das Höhenfeuerwerk. Da ist für alle Landratten und Seebären etwas dabei. Aktiv durch den Sommer radeln. Das Bundesradsporttreffen ist jedes Jahr der Höhepunkt für viele Freizeitradler. Auftakt ist der 220 Kilometer Ostseemarathon zwischen Priwalk und Kühlungsborn. Durch die verschiedenen Strecken sind Hobbyradler und Profis gleichermaßen gefordert.
Für Kurzentschlossene ist auch eine Anmeldung vor Ort noch möglich. Ja, Tourismus ist ja in Warnemünde immer noch ein großes Thema. Jedes Jahr haben wir Zuwachs zu verzeichnen. Dieses Jahr sind wie viele Schiffe? Na, 181 sind angemeldet. Es ist nicht so direkt immer ein Zuwachs, das ist mehr wie die Ostseewellen. Wir hatten schon mal 198, ne? Aber es ist so in diesem Bereich immer. Und sind die Nummer eins, ne? Nach wie vor in Deutschland, was die Anzahl der Ankünfte, der Anläufe betrifft. Und der Hauptteil der Touristen, die herkommen, gibt es dann, sind es mehr Amis, mehr Brasilianer, mehr, wo kommen die meisten her? Also das hat sich ein bisschen geändert. Wir haben jetzt sehr viele tatsächlich aus Lateinamerika. Brasilien, Argentinien. Es sind auch mehr Gäste aus Israel gekommen als vorher. Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber die haben immer so ihre Zeiten. Es gibt also so Monate, wo dann mehr Australier kommen, mehr Kanadier. Also das fächert sich auf inzwischen. Ne? Man kann gar nicht mehr sagen, dass ein Land dort bevorzugt wäre. Aus Russland kommen auch nach wie vor noch ziemlich viele. Die Zeit war ja früher, hat man immer in der Krübel in der Straße gesehen, Turnschuh, dicke Jacken. Das waren dann Amerikaner, aber es hat sich ja wie gesagt ein bisschen verändert. Sehenswürdigkeiten haben Sie schon gesagt, Marienkirche. Wie ist denn der Eindruck? Was erzählen denn die Touristen, wenn sie auf der Rundfahrt sind? Wie gefällt Ihnen denn Rostock oder Warnemünde? Also manche sind regelrecht überrascht. Sie hätten das nicht erwartet. Dass von der Schönheit natürlich. So schön ist, ja. Das Wetter spielt auch eine Rolle, aber es wird sehr oft gesagt, dass es eine sehr kulturvolle, sehr schöne Stadt sei und war natürlich kein Touristenzentrum wie Florenz, ne? Aber als Stadt zum Wohnen finden sie das sehr schön meistens. So, wenn Sie mal Lust haben, wie gesagt, hier am Kirchplatz oder in der Innenstadt, können Sie ja in der Langen Straße hier dabei sein, mal eine Fahrt machen mit diesem schönen Doppelstockbus. Wunderbare Aussicht, man kann alles wunderbar sehen, ohne die ganzen Autos, den ganzen Stau. Hier schwebt man quasi drüber. Vielen Dank, Rainer mit AI. Ja, besuchen Sie Rostock, besuchen Sie Warnemünde. Und wir machen jetzt erstmal eine Sommerpause und wir sehen uns dann im September wieder mit den Kulturtipps. Leben Sie Kultur. Vielen Dank. Dankeschön.